Ein herzerfrischendes Moin Moin und Willkommen und ein herzliches Jabba Dabba Du! Ja, The Flintstones, Bedrock Park von Mescaline, der erwartet uns, hat schon 4 Sterne im Workshop abbekommen und hier erwartet uns natürlich die Flintstones Familie, Fred Feuerstein, Wilma, ja, und wie sie alle heißen, Dino, ich habe die Namen gerade alle nicht mehr im Kopf. Natürlich bin ich damit auch aufgewachsen mit der Serie. Und ja, Bedrock Population 2500. Ja. Hier sind überall auch die klassischen Fahrzeuge. Ne? Elf-Fuß-Antrieb. Können wir uns schon mal dran gewöhnen. Ach ja, herrlich. So, schauen wir uns mal um. Hat reingeschrieben, 3 Coaster 17 und 16 Flat Rides. Also ist schon einiges hier geboten. Ja. So, hier natürlich die klassische Einmal-Bauhütte. Hat er ja auch schön gemacht. Sieht richtig geil aus, muss ich schon sagen. Parking out, Parking in, Speed Rock. Okay, hier ist der Exit. Ja, wir gehen erstmal noch ein bisschen so rum und schauen uns erstmal ein bisschen um. Ja, und dann haben wir Dumping Dino. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Auch hier Wilma goes around. Als, Riesenrad. Oh Mann, ey, da fallen einem schon die Wörter nicht mehr ein. Ja, so, da haben wir das klassische Flintstones-Kino. Das haben wir hier auch. Sieht richtig geil aus, hat er richtig geil gemacht. Wow. selbst diese komischen Lautsprecher hat er da hinbekommen. Ich will nicht wissen. Wie viele Teile sind das bitte sehr? Schauen wir jetzt mal. Ich will das jetzt wissen. Ich bin jetzt neugierig, wie viele Teile so ein Ding. 687 Teile. Ich sag nichts mehr. Okay. Also wenn noch einmal jemand sagt, ich würde Teile verschwenden, ja. Ja. Dann schaut euch hier das an. So. natürlich habe ich schon zu viele Teile in meinen Freizeitpark verbaut. Aber es geht heute um Bedrock Park. Und wir sind hier immer noch schön unterwegs. Ja, die Einfamilienwohnungen, Einfamilientoiletten. Mr. Slingshot Slate. Okay. Sehr geil gemacht. Sieht richtig geil aus. Also, Betty's Wish. Ah, da hat er das. Da hatte er das komplette Schiene. Natürlich, Realismus ist was anderes, ne? Aber, dass er das so eingebaut hat, geile Sache. Geile Idee, muss ich wirklich sagen. Sehr cool. So, dann haben wir hier noch 2 Freefall Tower. Ja, einmal für die ganz großen und einmal für die etwas kleineren. Ne? High Striker, Low Striker. Auch vor allen Dingen das Gebäude da drum, die er gebaut hat. Einfach doch geil gemacht. Ja. So, ich bin ja schon wieder ein bisschen zu hoch. Luxury. Hotel und Restaurant. Stopp. Okay. Ja, gehen wir mal hier rein, fahren wir mal. Sehr cool. Richtig cool gemacht. Ja. Auch den Looper hat er eingebaut. Den Looper, den muss man einbauen. In so einen Park gehört er hin. Ja, auch die schönen, die Häuschen sehen richtig geil aus. Hier haben wir dann eine kleine Achterbahn, das sehen wir schon. Die fahren wir gleich. Also, keine Sorge, wir kommen noch zum Achterbahnfahren. Barney. Jetzt komme ich hier schon das Flintstones-Mobil durch. Sieht richtig geil aus. Also, gefällt mir richtig gut. Also, Mescaline, hast du super gebaut. Sieht richtig toll aus. Auch hier. Ey, dem so nachzufiemen, Wahnsinn. Crazy Fred. Wenn Fred mal wieder durchdreht. So. Hier ist natürlich das klassische Dino-Restaurant. Und da kippt das Auto schon zur Seite. Ja, wir kennen es ja. Ja. Bam Bams McRib. Geil, geil. Sehr geil gemacht. Das sieht richtig geil aus. Also, auch das hier. Lecker, lecker, lecker. Jetzt habe ich Hunger. Wer hat noch Hunger? ein McRib-Menü, okay. Ich nehme das Big 850. Für 8,50 nehme ich das. Ja.
Also, da kriegst du auf jeden Fall vielleicht geboten für dein Geld. Pebbles Doozy. Ja. Okay. Auch cool gemacht. Also, sieht richtig. Hat echt überall was geboten. Und hier Indoor. Ja. Eine Indoor-Attraktion. Auch eine coole Idee. Sehr cool gemacht. Also, Respekt. Respekt dafür. Ja, wir wollten jetzt langsam mal anfangen, hier die Attraktionen zu fahren. Barney's. Barney's Rock. Ja, auch sehr cool. Barney's Rock. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Also, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt noch sagen soll. Sehr cool gemacht. Aber jetzt steigen wir mal ein. Ja. Die Dinger müssen ja nicht überdacht sein. Hallo? Wir sind hier. Ja. So. So, einsteigen. Crazy. That's crazy, man. So, eine klassische wilde Maus erwartet uns hier. Ja. Also, Leute, die wilde Maus mögen. Ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Ich mag die Dinger nicht wegen den Kurven. Ich finde das immer ein bisschen. Ja. Da hat man sich einfach irgendwas gespart. In meinen Augen. Jetzt kommt das Spinning-Teil. Und das Spinning ist dreht wieder mal komplett durch. Das ist klar. Das ist Planet Coaster, wie wir es lieben. Und manchmal auch hassen. Ja, aber dafür kann er ja nichts. Und es ist so geil eingebunden in die Landschaft hier. Great Gazoo. Sehr geil gemacht. Also, schöne kleine Mickey Maus, schöne kleine Mickey Maus Coaster, Maus Coaster. So, den machen wir natürlich jetzt wieder auf. Dann können die Leute auch reingehen. Sollen die Leute reingehen? Das soll hier einen Spaß haben, ne? So, wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Okay. Exit. Jo, dann gehen wir mal weiter. Bam Bam Smack Rip. Ich möchte den gerne haben, ja? Gib mir mal einen McRib hier. Und hier. Dino. So geil eingefeamt. Ja. Man sieht gar nicht mehr dieses klassische, wie heißt es? Was man ja immer leider sagen muss. Vorgefeamte sieht man hier nicht mehr. Ja. Das hat er komplett weggekriegt. Und das finde ich eine sehr geile Sache. So, jetzt haben wir hier. Ja, was kommt dann hier? Ah, da auch noch so kleine Fahrgeschäfte. Und jetzt kommen wir mal zu einer großen Achterbahn. Jabadabadu. Da kann ich nur zustimmen. Jabadabadu. Boah, so. Fahrt kann man ran. Einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Ja, Leute, abhauen. Wir machen jetzt eine Testfahrt. Mit Jabadabadu. Geil-O-Mat. Ja. Also ihr werdet ja schon merken, jetzt ist ein bisschen kürzer wie sonst. Wir haben hier nur 3 Achterbahnen und das ist halt so, ne? Jo, dann komm mal. Wilma, gib Gas hier. Wir wollen loslegen. Uiuiui. Also, sehr geil gemacht. Definitiv Respekt. Das war nicht wenig Arbeit. Es sieht zwar, sagen wir mal so, von den Teilen her relativ wenig aus. Aber wenn ich hier die Details angucke, da muss man drauf achten. Und dann sieht man auch, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Und so ein Konzept aufzubauen. Ja. Da kommen jetzt. Ich habe vergessen, auf Test zu stellen. Stimmt. Ich dachte schon. Warum startet der denn nicht? Ich wollte nur die Folgenlänge wieder in Ordnung bringen, ne? Ne, fahren wir mal los. So. Lautsch ab in den Berg rein. Sehr smooth. Schöne Immersion. In der Mine hier auch. Ja, sehr gut gemacht. Sehr, sehr schöner Coaster. Schön langgezogene Kurven. Ja. Jetzt geht's in den Steinbruch. Das cool gemacht, die Dinos. Sehr cool. Ach, herrlich. Da kommen wir in Kindheitserinnerungen hoch.
bei der Serie. Der ganzen Sache auf jeden Fall. Ach ja. Ich weiß gar nicht mehr. Kennt ihr noch alle die Flintstones und so weiter? Schreibt mir unten gerne in die Kommentare, ob ihr sie noch kennt. Ja? Ob ihr nicht nur die Realfilme kennt, sondern auch noch die Serie, die es damals gab. Die ist ja schon Aspern alt. Aber immer noch geil. Also ein sehr cooler Coaster. Ja? Von der Streckenlänge her auch sehr lang. Ja? Also fast 1,3 Kilometer ist schon eine gute Streckenlänge. So, und durch den Ausgang natürlich wieder raus. Am Wohnhaus vorbei. Und dann schauen wir mal, was es uns noch so erwartet. Ob hier noch irgendwas ist. Da hinten sehe ich ja schon was. Wie kommt man denn da hin? Wie kommt man denn da hin? Muss man da mit der Bahn fahren oder was? Ja, man muss tatsächlich mit der Bahn. Fährt man dann rüber? Ja. Die fahren wir jetzt nicht. Also wir machen das nicht wie beim Matrix und fahren das Ding. Hier ist natürlich ein bisschen durchgebackt. Aber das, ganz ehrlich, ja, sehr geil gemacht. Backrock Excavation Site. Sehr cool. Sehr cool. Auf jeden Fall. Ja. Und hier stehen die Wagen sich die Füße platt. Gegenseitig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was haben wir denn hier? Alles ist offen, ne? Oh. Lass die mal laufen. Ja. Hier geht's dann runter. Ja. Ab unter der Bahn entlang. Und dann geht's zum Rock Crusher. Ja, Entrance. Da haben wir dann noch ein Pferdekarussell. Das Grand Karussell hat er auch eingefiemt. Na gut, hier der Ballon, der backt jetzt nach oben rein. Aber das kommt halt durch das Vor-Theming. Manchmal würde ich mir echt wünschen, wenn wir da einfach so die Sachen ein bisschen selber zusammenstellen könnten. Vielleicht kommt das ja für Planet Coaster 2 irgendwann. Ja, aber erstmal kriegen wir ja im Herbst was ganz anderes geboten. So, der Park ist einfach zu leer. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir steigen ein in den Woody. Und der ist richtig lang. Der hat richtig was zu tun. Und wir fahren auch gleich nochmal die ganzen Achterbahnen fahren wir nochmal im Dunkeln. So viel Zeit haben wir, dass wir das locker machen können. Ja. Bevor wir dann zur Bewertung kommen. Wir schauen uns das auch nochmal im Dunkeln, dann die ganze Stadt noch ein bisschen nochmal an. Wir haben nicht Zeit. Ne? Würde ich sagen. Das ist jetzt der dritte Coaster. So, Lifted erreicht. Und los geht's. Und Abfahrt. Unter dem Dino, der den Stein hält. Geil. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Auf jeden Fall. Wow. Sehr smooth alles. Ja. Schönes Tempo haben wir. Er hätte ich ein bisschen geneigt. Ein bisschen zumindest. Muss nicht zu stark neigen, aber da hat mir ein bisschen Neigung gefehlt. Bin ich ehrlich. So. Auch wenn es einfach die Flintstones sind. Ne? Und hier so 2-3 Grad Neigung würde da schon fast reichen. Wir haben ja nicht so das extreme Tempo. Schöne ist, wir haben Performance. Also den Park kann sich wirklich jeder angucken. Das ist Performance ohne Ende. So. Oh, weiter geht's durch den Steinbruch hier. Auf unser Woody. Sehr geil. Sehr geil gemacht. Jetzt kommen die Erdheimhügel zum Abschluss. Also erst hatten wir Labyrinth und dann die Erdheimhügel. Kann man auch mal machen. Unter dem Dino entlang. Am Karussell vorbei. Und dann geht's zurück in die Station. Wir werden abgebremst. Fahren in die Station ein. Und geil gemacht. Geil gemacht. Definitiv. Und das fahren wir jetzt direkt. Im Dunkeln nochmal. 22 Uhr. So, wollen wir mal schauen. So, einsteigen. Ich könnte jetzt sagen, wir machen es wie beim Coaster-Check. Nein, nein. Diesmal quatsche ich einfach so ein bisschen. Wenn ich Lust und Zeit und Lust habe, noch ein bisschen zu quatschen. Ne? Also, wir haben ja noch Zeit. Oh je. Yeah. Schön gemacht. Auch hier nochmal noch ein Fall Tower. Leuchten muss ausreichen.
muss nicht wirklich mehr sein. Natürlich, das hier ist unrealistisch. Das ist mir vollkommen klar. Ja, die Schiene klebt ja nicht einfach so in der Luft. Zumindest nicht beim Buggy. Ja. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Kann ich gar nicht anders sagen. Sehr schöne Kurven. Überall ein bisschen Airtime auch mal geboten. Ja, ja, also schönes Streckenlayout. Sehr schön auch eingebunden in das Themengebiet. Ja. Und unter Tage sieht auch cool aus. Definitiv ein Top-Coaster. So. Zweiter Lift, den ist mir eben schon fast gar nicht aufgefallen, weil ich wahrscheinlich zu viel gequatscht habe. Kann man auch mal machen. Auch beim Buddy geht das. Nicht nur beim Mindtrain, sondern auch beim Buddy. Kann man ruhig einen zweiten Lift mehr machen. Wenn man den Coaster halt noch ein bisschen was länger haben will. So. Und dafür kriegen wir ja im zweiten Part dann die Airtime geboten. Bevor es dann zurückgeht in die Station. Schauen uns auch gleich nochmal die Werte an. So, dann sind wir schon zurück in der Station. Ja, ich brauche nicht das letzte bisschen einrollen, brauchen wir jetzt nicht jetzt angucken. Ne? Also, so. 4x Airtime, 2,5 Sekunden. Max 109 km/h. So, G-Kräfte, okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Die sind eh nicht so perfekt ausgerechnet vom Spiel. So. Entrance. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen so lang. Hier haben wir auch noch schöne Shops. Schöne Flat Rides eingebaut. Ja, im Bedrock-Tal. Wo hier wo alles möglich abgebaut wird, damit die Stadt sich erweitern kann. Sehr geil gemacht. Sehr schön gefilmt alles. Das hier ist das Röttli Bullseye. Das ist unrealistisch. Ja, das ist echt unrealistisch. Aber, naja. Also der Looping. Jo. Beim RMC-Coaster würde ich nichts sagen, aber beim normalen Woody sage ich da schon was. Das ist unrealistisch und das hier genauso. Aber komm, auf Realismus achten wir heute mal nicht so stark. Wir geben. Da gibt es halt ein bisschen Abzug, aber ich denke mal, damit wir da wohl leben können. So. Bam, bam. Ja. Sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Sieht richtig toll aus. Ja, auch hier. Die Psycho-Kugel hat er auch gebaut. Ja. Ich weiß nicht, wie die gebaut wird, ganz ehrlich zu sein. So, jetzt geht's zurück in die Mainstadt. Ja, nach Bedrock. Wir fahren mit, beziehungsweise wir fahren dem Ding voraus. Am Dino vorbei, auch hier. Auf solche Details geachtet. Ja. Ja, da oben die Kabine oben drauf auf den Brücken. Sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil. Und ich sage einfach in diesem Video noch öfters geil, wenn es sein muss. Ich finde es einfach toll. Ja. Ich finde es wirklich mal toll gemacht, so eine Idee zu haben. Also Ideen gibt es manchmal selten, aber die Idee, die hier umgesetzt wurde, Hammer. Und da hier noch ein kleiner Shop drin. Ja, also die Beleuchtung hier ist klassisch, wie in der Serie. Nachts ist da nicht so viel Beleuchtung. Ja. Ja, da ist es dann halt auch schon ein bisschen dunkel. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Kino. Ja, da kommt das doch schon auf. Ja, da muss aber auch, eigentlich muss er noch das, den McRib dabei haben, ne? So, und dann fahren wir hier, Jabadabadu. Den fahren wir als nächstes nochmal kurz. So. So, den fahren wir jetzt nochmal. Habe ich jetzt auf Test gestellt? Ja, habe ich. Gut. Dann los geht's. Dann fahren wir nochmal den Launch Coaster, den er hat. Auch eine coole Sache. Sehr coole Sache. So, den fahren wir jetzt. Und los geht's. Natürlich, man könnte jetzt als Jabba-Dabba-Doo und sonst was einspielen, etc. Und das. Aber es ist einfach geil. Ja, das ist so eine schöne Strecke hier. So eine schöne Strecke. Kann ich euch gar nicht. Kann ich euch nur sagen. Ist Hammer.
So. Und was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich großartig noch erzählen soll. Also Flintstones, früher mal, eine geile Serie. Gibt es ja relativ selten. Kann man sich immer noch anschauen. Also heute noch. Kann ich mich dabei kaputt lachen. Kann ich mir echt noch kaputt lachen bei. Oh Mann, ey, komm Leute. Ganz hier. Oh, das ist so ein schöner Poster. So schön gemacht. Da ist nicht viel Theming. Da wird zwar aber auch großartig Theme dabei. Das ist Bedrock. Ja. Er hat schon gefeamt. Mehr als es eigentlich, sagen wir mal so, das Thema hergeben würde. Ein bisschen Beleuchtung. Ja, okay, die könnte noch ein bisschen mehr Beleuchtung, könnte er hier und da mal machen. Ja, stimmt. Das kann ich schon sagen. Ein bisschen hier, ein bisschen da noch Beleuchtung extra. Zum Beispiel hier bei dem, ja, bei der wilden Maus, ne? Da kann man dann noch ein bisschen machen. Und ich finde diese ersten Kurven, ne? Die finde ich bei den Dingern immer so ultra unangenehm, wenn ich da drauf sitze. Das ist ja hin und her geschleudert. Dann kommt auf einmal diese 90 Grad Kurven. Ne? Boah. Dann das Spinning hier, ja, okay. Man kann es nicht genau einstellen, so wie ich weiß, wie stark er spinnt. Ich weiß nicht, ob er das mittlerweile einstellen kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Können wir mal gerade schauen. Ne, kann man nicht einstellen. Also. So. Ja. 4 Dollar. Ja. Great Gazoo, 4 Dollar. Auch gut. Ja. So, da haben wir Barney nochmal. Barney's Rock. Luxury. Ja. High Striker, Low Striker. Ja. Bei den beiden hätte ich mir auch gewünscht, dass wir die ohne diese ganzen Theming-Elemente bekommen. Ja. Das wäre mir echt sehr viel lieber gewesen. So. Hier ist natürlich die Schiene nicht zu sehen, das ist klar. Also ein bisschen Beleuchtung hier und da hätte nicht. Wäre nicht schlecht gewesen. So. Bam Bams McRib. Ich nehme nochmal einen, ne? Ich hab Hunger. Ich nehme auch nochmal, ja, das ganze Ding da hinten. Ich hab Hunger. So. Kommen wir zu einer Bewertung. Ja, dafür suche ich mir jetzt ein gemütliches Plätzchen und wir machen erstmal wieder hell. Ja, ich hab's noch nicht gespeichert. Ne? Ich Idiot. Ich hab's beim letzten Mal nicht gespeichert, unsere Bewertungstafel. Ja, ich hatte folgendes ist mir passiert. Ich habe den PC neu installiert. Dabei ist mir folgendes passiert. Und zwar, ja, was einem schnell passieren kann. Er hatte mir angezeigt, er hätte noch Daten auf dem PC. Ja, vom Datum her hätte das auch gepasst. So, und dann bin ich davon ausgegangen, dass ich die benutze, dass die auch da sind. So, Ende vom Lied, es war nichts da. Oh, es war absolut gar nichts da. So, jetzt machen wir erstmal auf Tag, 9 Uhr, wie er eingestellt hatte. Realismus. Es war ja immer unsere erste Kategorie. So, Realismus. Sagen wir mal so. 3, 4. Ist schon sehr realistisch. Also man könnte das so bauen. Finde ich jetzt. 7, 8. Deswegen. Ich finde es soweit realistisch. Natürlich, ja, 8,5. Komm, 8,5 beim Realismus. So. Was war die nächste Kategorie? Das war Attraktionen. So. Attraktionen hat er genug. Fehlt Wasserbahn. Würde mir fehlen. Ja, das wäre auch möglich. Ein Dark Ride fehlt mir, deswegen gebe ich da auch 8. Gebe ich da 8. So. Achterbahn habe ich nichts dran auszusetzen im Großen und Ganzen.
Ja. Achterbahn habe ich wirklich nichts dran auszusetzen eigentlich. Außer, dass sie, außer diesen bisschen unrealistisch da hinten mit dem Looping, ja. Aber ansonsten, die waren super. Deswegen 6, 7, 8, 9. Ja, den einen ziehe ich dann ab bei den Achterbahnen. So, was haben wir noch für eine Kategorie? Und das ist Thematisierung. So, Thematisierung. Ja, da gebe ich dann glatte 10, weil ich das Thema einfach so geil finde. Und ja, viel mehr kann man da auch nicht machen. Hier und da vielleicht noch ein bisschen, aber das wäre dann schon Meckern auf hohem Niveau und das möchte ich ja eigentlich nicht haben. 8, 9, also 4, 8, 9, 10. Gibt's 10. So, Gesamtbewertung kommen wir dann dazu. Ja. So. Bei der Gesamtbewertung. Ja. Da, 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 da. So. Gebe ich 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, gebe ich 9 Pinguine. Und ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Da, da, da. Also für die vollkommen in Ordnung. 9 Pinguine. So. Und damit sage ich bis demnächst. Euer Hannibal. Ciao.